in den einfach töten. Hab ich? Mate, wunderbar. Was ist denn los hier? Who's that Pokémon? It's no way for you! Ey, was genau machen wir jetzt? Machen wir Flex-Q? Machen wir 2-Q? Machen wir Normals? Was ist der Plan? Es kommt darauf an, was du machen möchtest. Also, ja, wenn, willst du ein Coaching? Willst du zocken? Ich weiß nicht, wir können einfach, also, ich habe halt lange nicht mehr gespielt. Und mein höchster Rank war Silber 2. Also, okay, wahrscheinlich, lass uns einfach zocken und mal gucken. Ich meine, du kannst ja hier und da mal einen kleinen Tipp raushauen, weißt du? Wir können einfach mal mit einer Runde Flex-Q starten. So. Okay, easy. Weil ich habe extra den Account genommen, der ist Flex-Q noch nicht eingewertet, dann sollten wir nicht so die gefährlichen Gegner erstmal kriegen. Musst du das machen oder kann ich es machen? Weil bei mir steht, dass da irgendwas Unerwartetes aufgetreten ist. Was Unerwartetes ist aufgetreten? Ja. Der Kleine ist nicht der Beste in League, ne? Ich weiß nicht, wie vertraut du mit dem bist. Eigentlich, also, ich spiele seit Season 3. Also ich spiele nicht seit... Also ich spiele schon ein bisschen länger. Du hast das letzte Mal in Season 3 gespielt? Nein, Bro. Ich habe das letzte Mal vor einem Jahr gespielt oder so. Oh, Gottes Willen. Nein. So lange habe ich jetzt auch nicht mehr gespielt. Ja, also du hast unter dem Feind einen Match-Button. Ne? Da sollte rechts von dir sollten so eine Rollenauswahl sein. Da kannst du jetzt einfach nehmen, was du möchtest. Ne? Also du musst praktisch eine Rolle auswählen. Ja, aber ich muss ja erstmal Flex-Q auswählen, oder? Ja, nee, du bist ja schon bei mir in der Lobby. Oder bist du da gar nicht? Wird dich hier infiltriert? Irgendwie ist es, ich glaube, es ist buggy, actually. Ich glaube, ich muss ganz kurz neu starten. Auf was für Supporter kann ich mich denn freuen auf der Botlane? Okay, pass auf. Also, ich sag dir kurz, was ich am liebsten. Also, am liebsten spiele ich Thrash, Blitzcrank. Blitzcrank ist so semi-mäßig insane, aber was gibt's denn noch? Warte mal, ich habe schon wieder vollkommen vergessen. Thrash ist auf jeden Fall mein Favorite. Du machst ja aber auch, also, du bist auch jemand, der schon League auch gerne mal im Hard-Mode spielt, ne? Ja, aber wenn Bro. Ich da so Thrash höre als ersten Pick. Den will ich aber auch sehen. Komm, du spielst den Thrash auf. Das kriegen wir. So, jetzt. Lieblingsfach. Zack, jetzt kann ich das gleich umdrehen. Was war dein Lieblingsfach in der Schule? Ich glaube, Mathe. Also, Mathe ist mein Favorite. Mathe und dann Informatik, Physik, so die drei. Bei dir? Ja, same. Ich habe Mathe, Physik, Chemie, Bio. Nur die ganzen Naturwissenschaften halt. Die ganzen Naturwissenschaften eigentlich immer. Chemie? Chemie? Achso, ja, das sagt man so in Bayern. China, Chemie. Ja, nein. okay, pass auf, ich habe auch hier mehrere Skins zur Auswahl. Wen willst du haben? Also, wir haben Hainun, Pulsfeuer. Sternvernichter, den SSW Thrash. Ah, jetzt wird den Meisterschaft. Also der Sternvernichter muss es sein, ja, glaube ich. Ja? Ja. Wir brauchen auf jeden Fall den Sternvernichter. Das ist halt auf Deutsch. Ich weiß nicht, welches ich nehme. Okay, mein ganzes Schild schreibt Mitte. Das kommt ganz darauf an, wie du spielen möchtest und wie confident du in deine Hooks bist, ne? Confident. Also du bist sehr confident, in deine Hooks. No joke, ich weiß, aber ich bin wirklich confident. Okay, du bist wirklich confident. Ja, wirklich confident. Okay. Wenn du wirklich confident bist, dann nimmst du Glacial Augment mit, ja, natürlich. Was heißt das? Also was ändert sich mit diesen Runen? Habe ich dann einen Slow oder sowas? Oder was heißt genau, das? Wenn du Glacial Augment hast, dann, wenn du einen Hook triffst oder einen CC allgemein, dann kommt so eine kleine Eisfläche unter den Gegnern. Und dann kommen die halt schlechter weg. Das Problem ist bloß, wenn du halt deinen Hook nicht triffst, dann bist du halt einfach, ne, tot. Jetzt keine goofy Plays auf der Botlane, ne? Wir werden das jetzt schön Togo reinspielen hier mit unserem Twitch. Ich hab einen der Stärksten... Doran's Schild, ja, ne? Wie bitte? Nicht Doran's Schild! Oh, ich dachte... Nein, ach so, mein Gott, okay. Nein, oh mein Boah, Gott. Ich hast mich gerade... Nein, oh mein Gott. Wie random. Boah, ich hatte gerade ein bisschen Respekt. So, also wir spielen das super aggressiv an, ne? Die invaden uns gerade hier oben. Wir stellen jetzt mal richtig dominant hier ein Ward rein. Ja? Mach's mal. Würdest du einen Hook schon enjoyen hier? Jetzt! Und ganz schnell wegrennen. Da sind viel mehr von denen als von uns. Ja. Ich wollte noch kurz noch einen Hit machen. Oh nein, jetzt. Wann hast du wieder Hook? Warte, in 11 Sekunden. Das dauert noch ein bisschen. Okay, genau. Achso, das ist Rengar, oh mein Gott. Okay. 5 Sekunden, Hook. Ja, oh, die sind alle hier, die Kollegen. Siehst du den? Wir gehen jetzt hier vor, ganz aggressiv. Ja. Das die Xayah ist wahrscheinlich in dem Busch hier. Soll ich mal blind rein? Nee. Okay. Und jetzt! Habt ihr anderes Movement erwartet vom Gegner? War nicht schlecht. wenn sie da geflasht wäre, du? Ja, genau. Ich war da für den Flash, weißt du? Das ist also ein großer Teil vom Flash-Team sind halt diese Predictions auch, ne, muss man sagen. Ja. Ich dachte, Fury, dass er Max Range Hook ist, ich meine, der muss halt reinlaufen in deine Prediction. Ja. Anders geht's halt nicht. Wenn du einen Hook siehst, wir gewinnen immer auf der Okay. Also soll ich einfach machen, ja? Ja, vor allem, wenn wir Level 2 hitten, dann ist er am allerleichtesten. Ja, I know, okay. Du kannst auch theoretisch einfach auf die drauf flashen, Level 2, und flayen. Aber wir werden gegankt, Level 2 gankt.
Die gehen für mich. Hat einen Ignite drinne. Warte. Hast du noch einen Hit auf den mal? Nee. Geh aus, alles gut. Ja. Schade, ey, wenn wir irgendwie den einen Minion, ich hätte einfach flashen sollen. Da in welcher Situation benutze ich Ignite? Weil back in the days gab's, also hat man mit Exhaust gespielt, weißt du? Genau, in richtig so. Also wenn wir Kill Pressure haben, wenn du Kill Pressure erzeugen kannst, wenn du guten Summoner Trade holen kannst, dann Ignite einfach. Aber ich will es am Anfang vom Fight machen, ne? Darum geht's. Du müsst möglichst früh das machen, ja. Du kannst jetzt deine Shares einsetzen, ne? Auf die Minions hier. Einfach. Achso, ja. True, voll vergessen. Dann den Ken-Minions immer, wie ich weiß. Die Ken-Minions und die Melee-Minions. Du möchtest eigentlich keine Range-Minions nehmen, weil die dir ein bisschen weniger Gold geben. Ja, I know. Ja. Wir committen. Die hatten, glaube ich, einen Flash geused, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. Ich hab die Lantern. Soll ich die dann trotzdem nehmen in dem Fall? Ja, oder? Nein, das war super. Ich hab's einfach ein bisschen zu aggressiv gespielt. Hab ich? Was sind denn für Hooks? Bin sehr, sehr low. Nice, noch ein Flash raus. Irgendwas drauf? Ah, schön. Wir leben beide mit einem Leben, Mann, das gibt's noch nicht. Okay, wenn die jetzt hier steht, wir machen jetzt was Illegales, okay? Oh nein. Nein, wir fliegen. Wir kommen konservativ. Wir gehen zurück. Ja, würde ich auch sagen, ne? Einfach kurz mal HP und kaufen. Ich überlege, was ich kaufe. Kaufe ich einfach so einen Rubin, so einen Lebenskristall? Und gehe auf die. Ich weiß leider, ich habe mein Game auf Deutsch aus irgendeinem Grund. Hast du. Oder soll ich für Boots gehen? Ist für Boots sind das die Wave, oder? Ja, Boots sind Boots, sehr, sehr wichtig auf Fresh, ja. Boots und Pink. Genau. Ja, Pink muss jetzt nicht unbedingt kaufen. Ich sehe da gleich einen richtig schönen Madlife-Moment. Ey, no pain, no gain, ne? Ganz genau. Ich habe auf meinem Flash, habe ich eine irgendwie Hexerblitz. Was ist das? Das heißt, wenn du das. Du kannst das mal channel. Einfach drücken. Und dann kannst du praktisch so ein kleines Stück nach vorne dashen, wenn du es auflädst. Du musst es aufladen und dann kannst du so ein kleines Stück nach vorne dashen. Okay. Das ist ein One-Time-Use. Jetzt ist der Moment, oder? Ah, okay, verstehe. Das ist. Okay, jetzt geht's ab. Mit 2. Oh nein, ich bin leider. Das ist egal. Genau so. Wir haben das! Ja, jawohl! Ja, okay. Und Zugriff! Ich komm mal her, um die Seelen einzusammeln, auf spontan. Okay, ich war hier für die Seelen. Und für die Ablenkung. Du hast halt gebaitet, ne? Wenn sie die Spells auf mich macht, bin ich tot. Ist genau richtig. Du hättest dich sogar geopfert. Du hast dich in die Bresche geworfen für mich, weißt du? Ja, so nämlich. Das war richtig gut. Das schätzt sonst niemand an den Supportern, weißt du? Ja, das muss man auch mal können. Man muss auch mal sagen. Sich einfach reinzuwerfen. Weißt du, da sind immer die Leute im Twitch, die denken, dass das jetzt schlecht war. Genau. Ja. Ganz im Gegenteil. Wir nehmen die jetzt sofort hops unten. Wir gehen sofort aggressiv rein. Schau mal, die nehmen dein Control-Wort. Das lässt du mit dir machen, oder was? Was ist mit der los? Ich hab Ult jetzt, geil. Ich hab mal spontan dieses Minion-Stück näher für dich gebracht. Dann kannst du es besser last-hitten. Ja, aber du möchtest doch so last-hitten. Genau so. Wir haben den nämlich. Nice. Wenn du die Lintern auf mich wirfst, kriegst du einen Assist auch, ne? Ah, stimmt, ja. Ich hätte nicht gedacht, dass du den holst. Los, kommt hier. Deiben die jetzt einfach, komm. Die hat deinen Warte, ich bin super weit weg. Lass halt nicht durchgehen jetzt. Ja, das stimmt. Okay, jetzt geht's ab. Ja. Die Grave ist fast tot, das ist komplettes Inplay. Hab ich? Aber okay, ich kann sie nicht hitten, sie steht im Turret. Also ohne Scheiße, du bist echt ein guter Fresh. Guter Trade. Jetzt will ich die Nidalee auch nochmal sehen, weil die hast du genauso aufgehabt wie den Trash. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht, ich weiß nicht, also, war das jetzt gerade ein Worth-Trade, den wir gemacht haben? Ja, super gut. Also, weil du kriegst praktisch, Assist-Pool ist extra Gold. Und dann ist es natürlich, wenn ein Support einen Kill kriegt, ist es in der Regel nicht so goldeffizient, wie wenn ein AD-Carry einen Kill bekommt. Gerade wenn es ein Hyper-Carry ist, wie Twitch. So. Ja. Das war super gut, ja. Und wir Was ich überlege, hätten wir es irgendwie machen können, ohne dass ich sterbe, weißt du? Nee, tatsächlich nicht, weil also die Wave war schon fast weg. Also du musstest praktisch komplett durchtanken. Das war sogar gut, dass du halt Akku genommen hast. Weil ansonsten hätten wir sie da auch nicht gekillt. Ey, wir können hier reingehen, wenn du willst. Ich könnte dir eine Lantern werfen. Ja. Oh, war wir hier? Ja. Hab ich? Das gibt's doch nicht. What the fuck is that? Okay. Wollen wir Drake nehmen? Ja, mach mal. Er war nie weg. Smurf-Account. Das ist richtig crazy. Shit, Junge. Okay, der Ränger kommt hier gleich. Du musst ihn aus der Luft flayen. Das will ich sehen jetzt. Oh.
Er wird jetzt gleich reinhüpfen und dann musst du ihn aus der Luft flayen. Ja. Ist hier an der Busch, ist er. Oh. Kann ihn einfach töten. Hab ich! Mate! Wunderbar. Was ist denn los hier? Wunderbar. Wird mir hier ein Pro-Player zugesteckt oder was? Ich komm. Was ist das denn? Mein Ego ist so hoch gerade. Alright, ich komme. Lass rein, wir diven. Der Flash, den vergessen wir. Alright, über den Flash reden wir nicht. Wir reden nicht über den Flash. No way, wir reden nicht über den Flash. Der Flash hat nie existiert, okay? Der Flash hat nie existiert. Jetzt fühle ich mich beruhigt. Ich dachte schon, ja. Versteckte Kamera. Irgendwas stimmt nicht. Aber jetzt weiß ich, jetzt ist alles wieder gut, ja. Ja. Das ist echt eine insane Runde. Also wir können auch Botlane weiter alles anspielen. Ich würde brauchen ich eher hier so, oder? Hier würde ich eher hingehen. Hm? Einmal für dich scouten gehen. Einer ist, glaube ich, hier in im River rein. Hm? Oh, ich würde, glaube ich, soll ich einfach kommen? Warte mal. Okay, jetzt rein hier. Oh, sorry, die habe ich jetzt einfach mal genommen. Nein, das ist super. Ich wäre nicht mal rangekommen. Die snack ich mir noch da hinten. Okay, also ich wäre tatsächlich nicht mehr hingekommen, außer du hattest noch eine Lintern für mich. Ja, doch. Wir hätten das wäre schon besser gewesen. Ich will ja im Grunde, dass du alle Kills haben, bekommst, oder? Das will ich doch einfach. Ich will ja eigentlich keinen einzigen Kill. Aber manchmal, weißt du, es ist besser halt, also natürlich krampfhaft Kills zu lassen, kann halt ein Riesenfehler sein, ne? Weil wenn dann halt mal einen Kill nicht bekommst, wollen wir Ränge die werden für uns gehen. Spielen wir das oder nicht? Die gehen zu dritt für uns. Bist du bereit? Nee, noch nicht so ganz. Oh, okay. Zeig mal. Unser Jungler kommt. Nice. Nein. Oh. Crazy. Good job. Hey, let's go. Ey, warte mal, gehe ich für Fünfer Boots? Also wenn du so gut spielst, darfst du auch für Fünfer Boots gehen. Komm, dann nimmst du die Fünfer Boots, dann bist du schneller auf der ganzen Map. Ja. Ich hatte jetzt auch 4000 Gold bei dem Play gerade. Also jetzt wird's richtig zwirbeln, ja. Wenn die anderen mal Bekanntschaft machen mit uns, ja. Das sieht schon. Free Kill. Jo. Nice, stark. Die ist aber nur 140 Gold wert, ups. Ja, nimm mal mit. Hast du noch Shares, ja? Nee, leider nicht. Nimm einfach. Was für ein Rank ist No Way? No Way ist auf jeder Klasse. Also das war ja eine Meisterklasse. Also da muss ich sagen, okay. Da können wir also gerne mehr Duobot. Ja, da kriegst du auch mal hier mein Crash-Shot-Calling. Ja, okay. Alright, traumhaft. So, damit sind wir 1-1. Schon besser. Geil. Ja, das finde ich auch gut.